Moin. Warum der Whisky, den ich euch heute vorstellen werde, Viking Honor heißt, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Whiskyfriesen. Whisky, den ich euch heute vorstellen möchte, kommt von der Brennerei Highland Park. Er ist 12 Jahre alt und in Sherryfässern gereift. Das so erstmal die groben Eckdaten. Die Flasche haben wir schon hier stehen, beziehungsweise die Verpackung, die, wenn man sich die mal betrachtet, sehr schlicht gehalten ist, aber sehr schön aussieht in meinen Augen. Sehr viel schwarz und mit silberner oder Schrift in Chrom und die 12 wiederum in Rot prangt sie auf dem Karton. Ja, aber bevor wir den Karton uns aus der Nähe anschauen, noch ein paar Eckdaten. Highland Park wurde 1798 zunächst verzeichnet, allerdings noch als Schwarzbrennerei. Ihre Lizenz zum Brennen, wie sie heute existiert, die haben sie seit 1826. Und Highland Park ist ebenfalls in der Hand von Investoren. Allerdings ist das eine private Gruppe, die Adrington Group, die noch andere Brennereien besitzt, wie Glenrothes oder eine sehr bekannte, beliebte und auch teure Marke, muss man auch dazu sagen, Macallan. Diese Brennereien unter anderem, genauso wie Famous Grouse für die Blended-Industrie ein Vertreter, womit man auch schlussfolgern kann, und das ist auch so, dass letztendlich in den Blended Malts von Famous Grouse unter anderem eben auch Highland Park Whisky zur Verfügung gestellt wird. Der jährliche das jährliche Produktionsvolumen liegt ungefähr bei 2,5 Millionen Litern. Bei Highland Park ist natürlich eine ganze Menge. Aber wenn man bedenkt, dass es eben auch für die Blended-Industrie ist, da geht sicherlich auch einiges hin. Ja, die Lizenz seit 1826 auf dem Karton ist noch das Jahr 1798 verzeichnet, also als sie eben noch keine Lizenz besaßen. Aber die Brennerei gab es in dem Sinne schon an dem Ort, an dem sie ist. Und zwar auf den Orkney-Inseln in Schottland. Und es ist genauer gesagt die Insel Mainland, auf der die Brennerei erbaut wurde. Und sie gilt als die nördlichste Brennerei in Schottland. Genau, zur Abfüllung selbst. Wie gesagt, 12 Jahre ist der Whisky alt. Es handelt sich dabei um eine Standardabfüllung von Highland Park. Es gibt eine ganze Reihe von Standardabfüllungen bei Highland Park. Geht los beim 10-Jährigen. Das heißt, wir sind hier noch nicht mal im Einstieg. Der 12-Jährige ist aber auch schon der nächste, der danach kommt. Dann haben wir noch einen 18-Jährigen, das heißt, zwischen dem 12 und dem nächsten haben wir einen ganz schönen Sprung, 18 Jahre. Dann haben wir noch 21 Jahre, 25 Jahre, 30, 40 und sogar 50 Jahre gibt es bei Highland Park. Und der 50-jährige Highland Park kostet ganze 13.500 Pfund. Das ist natürlich echt ein Brett, kann sich nicht jeder leisten, aber sicherlich gibt es da nicht viele Flaschen von diesem 50-Jährigen. Ja, ansonsten hat Highland Park eine ganze Reihe an Special Editions, muss man auch dazu sagen.
die ja preislich, ich glaube, auch bei um die 30 Euro losgehen. Und dann gibt es aber auch sehr aufwendig gemachte Special Editions, die auch sehr schön aussehen, die echt was hermachen im Regal, die man dann auch für 200 oder auch mehr Euro erwerben kann. Wo wir wieder beim 12-Jährigen wären, der 12-Jährige in dem Fall hat so ungefähr eine Preisrange von 30 bis 35 Euro. Also nicht ganz so teuer, vor allen Dingen für das, was er leistet. Wie gesagt, Sherryfässer, First und Refill. First Fill, nichts anderes als das erste Mal, dass hier ein Whisky abgefüllt wird im Fass. Bei Refill kann das eben bedeuten, dass es das zweite Mal schon ist, dass das Fass benutzt wird. Oder vielleicht auch sogar ein drittes oder viertes Mal. Das ist mir nicht bekannt. Also sie sagen halt First und Refill Fässer. Ja, ansonsten, der Whisky ist kühlfiltriert. Das kann man sehen, wie man möchte, ob man das mag oder nicht. Es wird letztendlich nicht groß was ändern am Geschmack, maximal am Äußerlichen. Wenn ich in die Flasche reinschaue, kann es eben sein, dass ich so kleine Partikel finde, wenn der nicht kühlgefiltert ist. Aber das ist in dem Fall so, er ist kühlgefiltert. Allerdings nicht gefärbt. Und wir sehen gleich, wenn ich die Flasche zeige, dass er eine durchaus schöne Farbe hat. Alkoholvolumen 40%. Also das gesetzliche Minimum. Da könnte man deutlich mehr erwarten. Also 43% bis 46% ist dann schon etwas besser. Aber es hat natürlich auch mit der Steuer zu tun. Je mehr Prozent der Whisky hat, umso eine höhere Steuer muss man bezahlen dafür. Und ja, von daher durchaus verständlich. Genau, es handelt sich bei diesem Whisky um einen Single Malt Scotch Whisky, also ganz normal Regionen, wie vorhin schon gesagt, die Orkney-Inseln, also Islands, ist die Region, wo der Whisky herkommt. Ja. Genau, das soweit zum Highland Park. Dann zeigen wir mal ganz kurz den Karton aus der Nähe. Ja, man sieht schon oben ein H für Highland Park in so einer Runenschrift. Und oben dann eben Highland Park 12 in Rot. Der Rest, wie gesagt, in so einem Silber-Chrom-Schriftzug. Und in der Mitte, ja, wie sieht es sieht aus wie ein Hund, so ein bisschen. Vielleicht ist es auch ein Reh. Ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht. Aber es scheint irgendein Tier zu sein. Und drumherum lauter Runen und unten auch nochmal das H von Highland Park. Und allgemein hat der Karton eine ganze Menge zu bieten. Made with Pride on Orkney steht hier an der Seite. Auch in so einem silbernen Schriftzug. Und an der Seite. Dann noch mal ein bisschen Text. Und hinten ebenso wieder Runen mit der 12 sehr präsent in der Mitte und unten wieder so ein bisschen informativer Text, wie das viele der Brennereien so machen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr sonst auch pausieren und euch das mal in Ruhe angucken. Genau, also ich finde ein schöner Karton. Aber es ist ein Karton. Manche bevorzugen sicherlich eine Präsentation in der Dose. Ich finde es eben generell schön, wenn dann eine Verpackung dabei ist. Innen drinnen ist die Verpackung orange. Finde ich auch. Ich mag generell die Farbkombination aus Orange und Schwarz. Und hier drin haben wir nochmal so eine Information. Join our inner circle. Ich kenne diesen Inner Circle jetzt nicht von Highland Park. Aber auch da findet man noch mal so ein bisschen Informationen. Genau. Die Flasche ist seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit ein paar Jahren, glaube ich, haben sie ein neues Design rausgebracht. Unglaublich edel, wie ich finde, und hochwertig mutet die Flasche an. Auch da zeige ich sie mal wieder aus der Nähe.
Man sieht lauter Runen vorne an der Flasche. Hinten sieht man auch nochmal Runen und die sind drauf geprägt. Ne? Also das ist schon etwas aufwendiger, so eine Flasche zu produzieren. Und das auch wieder für einen Whisky. Ich meine, das Alter sagt es im Prinzip schon, das ist immer so ungefähr so diese Preisrange, in der sich 12-jährige Whiskys befinden, 30 bis 40 Euro. Und aktuell kostet der, glaube ich, so um die 31, 32 Euro. Und auch der Deckel schön mit dem Datum 1798, The Orkney Single Malt with Viking Soul. Also eine echt schöne Flasche, die man ehrlich gesagt, wo man gar nicht weiß, also ich würde, glaube ich, eher die Flasche ins Regal stellen als mit Karton, ja, weil sie einfach so schön ist. Und hier ist wieder so ein bisschen raus aus der Flasche. Ich habe natürlich schon was davon getrunken, aber ja, es ist natürlich auch immer schwer darstellbar jetzt auf der Kamera, aber man sieht oben das, so das Verhältnis oben zu unten, kann man einigermaßen erahnen. Die Farbe ist doch sehr schön, muss man sagen. Also, der Whisky hat einiges an Farbe in den 12 Jahren bekommen. Natürlich ist das den Sherryfässern geschuldet. Bei einem 12-jährigen Whisky aus dem Bourbonfass hätte man wahrscheinlich nicht so eine schöne goldene bis bernsteinfarbene Farbe. Genau. Das soweit als Einstieg und Hintergrund zur Flasche Highland Park 12 Jahre. Als nächstes kommen wir dann gleich zur Vermessung. Also bis gleich. Ja, zur Vermessung. Der Whisky hat eine Breite von 11 Zentimetern, eine Tiefe von 7,5 Zentimetern und eine Höhe des Kartons von 26,4 Zentimetern. Ja, kommen wir zur Alkoholmessung. Ja, ich glaube, ich muss mal meinen Aerometer überprüfen, aber angezeigt werden mir letztendlich nur 37%. Ich meine, die Angabe ist 40%, es liegt jetzt nicht so weit davon entfernt, aber 3% sind 3%. Und ja, die Bedingungen, die passen auch ungefähr. Die 20 Grad, die haben wir wohl ungefähr gerade im Raum. Ja, kommen wir zum Höhepunkt. Was ich vorhin noch nicht angesprochen habe, ist zum einen, dass dieser Highland Park noch eine Besonderheit besitzt. Und zwar hatte ich ja in den vergangenen Folgen auch schon mal erwähnt und auch schon vorgestellt, ja, rauchigere Whiskys wie den Big Pete, den ich schon vorgestellt habe. Und dabei auch erwähnt, dass die Gerste, die man verwendet, auf unterschiedliche Arten getrocknet werden kann, also gedarrt. Und das kann ja zum Beispiel über Heißluft passieren. Dann habe ich keine großen Einflüsse, was das Aroma oder den Geschmack später angeht. Ich kann das aber auch aromatisieren, und zwar indem ich zum Beispiel Torf benutze und dann im Torffeuer, also über Torffeuer die Gerste trockne. Und bei dem Highland Park 12 Jahre habe ich jetzt die Besonderheit, dass dieser Highland Park zu 20% über Torffeuer gedarrte Gerste hat und der Rest, die 80%, die sind über ganz normale Heißluft getrocknet worden und werden Highland Park geliefert. Bedeutet auch, dass das Torf, was sie benutzen, aus der Region kommt, also von den Orkney-Inseln. Und dort wächst sehr viel Heidekraut. Und das soll man unter anderem hier wiederfinden können. Ich bin sehr gespannt, ob ich das gleich schaffe. Genauso bei den 20% Anteil von Torf.
bleibt abzuwarten, ob man den Torf letztendlich ausmachen kann. Man sagt ihm nach, dass er Rauchnoten aufweist, aber das sehen wir dann gleich, wenn ich ihn verrieche. Eine andere Besonderheit an der Flasche, die zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich einschenke. Und zwar, das habe ich vorhin aus der Nähe auch nicht gezeigt, hat die Flasche einmal einen ganz normalen Korken, aber das sieht man so am Flaschenhals, ganz oben am Ausguss. Die Flasche hat einen Verschraubmechanismus. Also bisher habe ich das noch nicht gesehen bei anderen Whiskys oder anderen Flaschen. Aber diese Flasche hat eben einen Schraubmechanismus, so dass ich eben auch, wenn ich den Korken drauf mache, ihn auch verdrehen kann und dann sitzt er auch fest. Also nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Ja, zur Flaschenform bin ich diesmal gar nicht so stark drauf eingegangen. Aber man sieht ja schon, die ist doch etwas schmaler, dafür breiter und generell grenzt sie sich doch deutlich ab von anderen Flaschen, die man so kennt. Und oben der Ausguss, der Flaschenhals ist einigermaßen gleichbleibend. Für das Gluckern, was man so schön hören kann bei den diversen Whiskys, sorgt dafür der Flaschenhals in der Mitte, dass er etwas dicker ist. Dadurch gluckert das dann schön, wenn die Flasche noch neu ist. Leider ist es nicht so, wenn schon so viel raus ist wie hier. Und ja, wie gesagt, ganz oben ist es dann wieder etwas schmaler, dadurch, dass wir dort auch diesen Schraubmechanismus haben. Dann schenken wir erstmal ein. Und dann beginne ich mal zu verriechen. Ja, aber vorab die Farbe. Ja, auch im Glas sieht die eigentlich sehr schön aus, die Farbe. Also wirklich so ein schönes Gold auf jeden Fall. Also wurde nicht zu viel versprochen, wenn man sich das in der Flasche anschaut. Vor allen Dingen, erster Eindruck, sehr fruchtig. Also sehr, sehr dominant die Frucht. Und da ich in meinen Recherchen auch nicht gesehen habe, ob hier bei Sherry Oloroso oder Pedro Ximénez benutzt wurde, würde ich jetzt eher auf Oloroso tippen, denn der ist fruchtiger. Der Pedro Ximénez ist eben eher etwas süßlich. Und da ich hier eine ganze Fracht an Obstkorb entgegenbekomme, würde ich ganz klar sagen, das ist dann wohl eher Oloroso. Ja, also ganz leicht, ganz zart kann ich eine Rauchnote erkennen. Aber das ist auf keinen Fall vergleichbar mit Whiskys von der Insel Islay. Also auf keinen Fall. Aber erhöht die Komplexität und es ist ein Zwölfjähriger. Das ist schon durchaus was für Einsteiger. Von daher finde ich das eigentlich eher positiv, dass wir da noch eine Teilung haben zwischen 20% Torfrauch und 80% Heißluft. Ja, auch süßlich, aber mehr fruchtig als süßlich. Leicht orangig, zitronig.
eine leicht oben drüber liegende sprittige Note, aber nicht irgendwie penetrant oder so. Nein, auf keinen Fall. Ah, eine Sache muss ich noch erzählen. Ich wurde vor kurzem gefragt, warum ich in meinen bisherigen Videos, und das habe ich ja hier auch wieder gemacht, den Karton eigentlich vermesse. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Punkt, wenn ich ein Regal zu Hause habe oder mehrere Regale, dann kann ich unter Umständen besser einschätzen, wenn ich die Flasche so noch nicht gesehen habe, ob sie bei mir reinpasst. Von der Höhe, von der Breite, von den Ausmaßen generell. Und das wollte ich einfach als kleinen Service nebenbei liefern, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Ausmaß erwartet mich da beim Karton oder bei der Flasche, wenn sie ohne Karton kommt. Also das so als Hintergrund, warum ich überhaupt so einen Punkt mache. Beim Thema Alkoholmessung ähnlich. Ich bin da, was das angeht, noch Anfänger. Was das Thema Messen von dem Alkoholgehalt mit einem Aerometer angeht. Aber ich finde es einfach spannend zu sehen, was für Werte bekomme ich. Und bekomme ich vielleicht auch mal mehr als das, was angezeigt wird? Oder ist es durch die Bank weg gleich oder niedriger? Jetzt habe ich hier ja festgestellt, 37% wurden mir angezeigt von den 40. Alt ist das Messgerät noch nicht. Das habe ich jetzt vielleicht seit einem Dreivierteljahr. Und von daher, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber das sind so Dinge, die ich damit einbauen wollte und euch als zusätzlichen Service geben möchte. Und ihr habt ja die Möglichkeit, in der Timeline dann nach vorne zu springen, wenn euch das nicht interessiert. Aber ja. Aber selbstverständlich ist Feedback da generell auch erwünscht. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt zu meinen Videos, immer gerne in die Kommentare rein. Und ich bin auf jeden Fall bemüht, da, was das angeht, auch die Videos weiterzuentwickeln. Ja, also es bleibt, der Whisky ist vor allen Dingen sehr fruchtig und das finde ich sehr positiv. Ich mag das, aber das ist eben etwas, was so ein Sherry-Fass auf jeden Fall schafft, da sehr viel Fruchtigkeit reinzubringen. Auch eine gewisse Blumigkeit und das kann das Kraut sein letztendlich, dieses Heidekraut. Ja, also das merke ich auch. Neben so einer Fruchtigkeit habe ich da wirklich so einen Geruch von Kräutern. Und das ist wahrscheinlich dann dieses Heidekraut. Und die Rauchnote, die nehme ich nicht mehr wahr. Also das habe ich beim ersten Mal riechen habe ich es gehabt. Mal gucken, wie es gleich nach dem ersten Probieren ist. Von daher würde ich sagen, Prost! Ein schöner Abgang. Aber erstmal, das erste, was ich im Mund hatte, war wieder Frucht. Und die breitet sich sogar noch im Mund aus. Also die Fruchtigkeit, wenn man dann runtergeschluckt hat, wo auch eine Süße auf jeden Fall zum Vorschein kommt. Keinerlei Schärfe auf der Zunge. Also kaum Würzigkeit vom Fass. Auch sehr angenehm. Also ich meine, bei gewissen Whiskys, wie bei den rauchigen, da mag ich das eigentlich, wenn das ein bisschen würziger auf der Zunge ist. Aber so, der ist wirklich so mild auch, neben der Fruchtigkeit, dass ich das hier auch nicht mir gewünscht hätte. Und er ist kaum würzig, also kaum Schärfe auf der Zunge.
Und jetzt setze ich gerade das Kraut in den Vordergrund beim nächsten Mal riechen. Und noch irgendeine Note, die ich gerade nicht so zuordnen kann, ob das eine leichte Holzigkeit ist. Das Fass jedenfalls kann ich noch nicht wahrnehmen. Oder? Aber erst beim zweiten Mal riechen, wie gesagt, das Kraut und die Fruchtigkeit, die habe ich eben so in der Nase. Jetzt sogar ganz leicht Tabak. Und gerade beim Mund öffnen und dann noch mal riechen, kam diese Fruchtigkeit noch mal richtig krass zum Vorschein. Also und da kommt sogar eine leichte Tabaknote auch mit dazu. Also ist interessant. Der hat wirklich eine durchaus ausgeprägte Komplexität. Bei den 12 Jahren hätte ich so auch nicht vermutet. Und wie gesagt, der Preis ist echt heiß, auch bei diesem Whisky. Der war bei allen Whiskys gut, die ich bisher vorgestellt habe, aber hier ganz klar aufgrund dieser aufwendigen Flasche und generellen Aufmachung zusätzlich noch so einen Drehverschluss zu haben. Echt gut. Also sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt fängt an, das Fass sich zu zeigen. Also so leichte Holznoten, aber keine Rauchigkeit mehr. Also wie gesagt, so Tabak, aber eben kein Rauch, kein verbranntes Holz oder Tabak oder wie auch immer, sondern so rein. Tabakkraut, Fruchtigkeit. Das ist das, was so jetzt hauptsächlich überbleibt. Habe gerade ein bisschen größeren Schluck jetzt genommen zum Schluss. Da ist ein bisschen Schärfe auf der Zunge, aber ansonsten echt ein angenehmes Mundgefühl. Und im Glas bleibt zurück definitiv eine echt ausgeprägte Tabaknote. Interessant. Und eine leichte Zitrusfruchtigkeit. Ja. Also, um das beim Fazit nochmal zu sagen, zu erwähnen, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Eine echt tolle Flasche, die wirklich was hermacht. Eher sogar ohne Karton als mit, auch wenn der Karton durchaus gefällig ist mit seinem Schwarz und der silbernen Schrift drauf. Aroma toll, durchaus komplex und im Geschmack, ja, wie gesagt, ein sehr angenehmes Mundgefühl. Ich kann eine Fruchtigkeit wahrnehmen, ich kann eine leichte Tabaknote feststellen. Im Geschmack kein Rauch, aber beim Riechen konnte ich durchaus eine Rauchnote feststellen. Aber
diese 20% Torfanteil, die sollte man nicht überbewerten. Also wenn man sie nicht wahrnimmt, würde ich sagen, ist das auch kein Dilemma. Aber definitiv auch für Anfänger ein Whisky, den man empfehlen kann. Bevor man zum 18-Jährigen greift, der dann schon wieder bei um die 100 bis 110 Euro liegt, würde ich doch den 12-Jährigen auf jeden Fall mal probieren. Ich kann ihn definitiv empfehlen, habe ihn ja selber zu Hause, wie gesagt. Und ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein zum Highland Park 12 Jahre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.